Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Oh, Verzeihung. Sie das? Ja, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich? Deal. Hast du gesehen? So feilscht man. Wenn du das sagst. Oh, Achtung. Äpfel. Kauft frische Äpfel. Nur 1500 Ariadne. Okay. Na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Kleines Kerlchen. Wie geht's dir? Gefällt dir das? Halt, der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag Hallo. Schon gehört. Niedlich. Hey, Sully. Hey, er hat meinen Apfel gemopst. Man kann niemandem mehr trauen. Hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Hey, Nate, soll ich dir eins von denen kaufen? Sully, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft. Oh, Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Oh, lass mich mal durch. Er hat recht. Das riecht gut. Verzeihung. Ce sont des haricots de limo tropico. Content de vous avoir trouvé. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort schleichen schon, Sully. Ah. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, mal sehen, was wir hier haben. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. Oh, wonach suchen wir? Gute Frage. Stimmt. Na, wollen wir wetten? Tierkreiszeichen.
Hey, da ist der Löwe. Und der Stier. Ja, vier Zeichen. Und vier Glocken, da oben. Und die Dinger auf dem Boden in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Bin gleich zurück. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Schnell auf! Schnell weiter. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, schon so. Pass auf deine Finger auf, Nate. Soll ich mir Sorgen machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Skorpion. Avery war bestimmt Skorpion. Ah, okay, das war echt laut. Hey, Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Oh Mann! Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Hatte mal was mit einer lieber Löwe. Ich bräuchte Ohrstöpsel. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. Sully, was von Sam gehört? Noch nicht. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Oh, danke. Hey, das war's. Warte. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay,
Schnell weiter. Das hat Spaß gemacht. Hier kann ich an der Uhr drehen. Wow. Tolles Panorama. Oh, nein, 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 nein. Dir geht's gut da draußen, Sam. Okay, Sally, geschafft. Gut, Junge, mach weiter. Das wird richtig laut. Da! Mist. Sally, Achtung! Was war da los, verdammt? Sorry, der Griff ist abgebrochen. Tja, also wirf mir nicht noch mehr auf den Kopf, okay? Dann muss ich sie wohl selbst läuten. Okay, los geht's. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Okay. Hey, schau! Die Münze! Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich! Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber! Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Er kommt. Gut. Sally. Bin ja weit voraus. Ja. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja. Wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Wow.
Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ach ja, Condent nannte man Einhand-Bill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonny war ein Rotschopf. Ja. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Wer waren diese Typen? Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Das hätten wir. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand, der Dreizack ist Joseph Farrell und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang, wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan, hast du den Schatz? Nein, noch nicht, aber ich arbeite an einem Mechanismus, ich sag Bescheid. Bücher, Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand, er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Aha. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. So.
So. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Nummer eins. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Und vier. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Weißt du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voilà. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja,
Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Cordley kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Entschuldigung. Verzeihung. Excusez-moi. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Sicher, aber ich habe es nicht.
was? Du kannst jetzt, gehörst du mir. Verdammt, lass ihn los. Zu Sam. Einfach immer nach unten. Genial. Scheiße. Nee, da sind noch mehr. Ja. Festhalten. Ach, Himmel. Aus dem Weg. Oh, 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 Vorsicht. Oh, Mann. Verdammt, schon wieder dieser Scheißlaster. Ach, Mist. Warte. Bitte überfahr niemanden. Sorry. Wäsche war sauber! Dann machen Sie einen Kopfball! Festhalten! Wo zum Teufel fährst du lang? Du sagtest doch einfach bergab! Aus dem Weg! Mann, das war echt eine tolle Idee, ey! Siehst du, Mann? Nein, du machst doch gut! Siehst du? Geschafft! Mist! Die geben dich auf! Okay, hier! So, halt, halt, halt! Alle, lasst mir lang! Ich hab die Gangschaltung! Komm schon, los, weg hier! Okay. Los! Ich fahr dann mal hier durch! Was soll ich jetzt machen? Leg die Köpfe hoch! Los geht's! Wow! Oh. Ray will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du echt? Ja. Ja. Ich glaube, wir sind sie los. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Liste wird länger. Wow, 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 Vorsicht! Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Warum? Festhalten! Okay, daran soll der Laster mal vorbeikommen. Oh, komm schon! Nach rechts, nach rechts! Warte! Keine Angst, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das nicht! Heilige Scheiße! Wir sind fast da! Alter, Ausschau nach Sam! Hey, ich glaube, da ist er! Da drüben! Festhalten! Was denkst du, was ich hier mache? Wie kommt ihr zu ihm? Keine Ahnung. Folge einfach diesem Konvoi da. Mann, Mann! Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, also. Nur noch nicht. Sorry, wegen der Hühner! Nicht! Wir müssen uns beeilen. Schon, komm schon. Da sind sie. Weißt du, wie wir Sam erreichen? Noch nicht, aber die Gas ist gleich zu Ende, Kleiner. Ich weiß, ich weiß. Oh, nein. Nein. Hier, häng du mal. Was? Bist du jetzt völlig durchgedreht? Ja, wahrscheinlich. Arsch!
Okay, okay. Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären.
Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen.